Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Jahresbericht des Petitionsausschusses zeigt die vielen Facetten der Petitionsarbeit des Deutschen Bundestages. 13.137 neue Petitionen, 14.765 Erledigungen und 780 Beratungen im Ausschuss – diese Zahlen können sich sehen lassen. Vor allem bedeutet dies eine große Herausforderung für den Ausschussdienst. Daher bedanke auch ich mich ganz herzlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowohl des Ausschussdienstes als auch bei unseren Büros. Ich bedanke mich ebenso bei den Mitarbeitern in den Bundesministerien und Behörden, die den Anliegen nachgehen, fundierte Stellungnahmen erstellen und uns in Berichterstattergesprächen persönlich Rede und Antwort stehen. Auch an dieser Stelle Respekt für meine Kollegen und Kolleginnen von der Opposition, die mit deutlich weniger Man- und Woman-Power die gleiche Menge an Petitionen bearbeiten müssen wie wir in der Koalition. Leider gelingt es Ihnen nicht immer, liebe Corinna, wie du auch gerade eben wieder unter Beweis gestellt hast, Ihre ideologische Brille abzusetzen. Statt die Petenten mit ihren Sorgen und Nöten anzunehmen, wird manchmal leider mindestens eine Standardforderung Ihres Parteiprogramms übergestülpt. Vielleicht können Sie daran noch etwas arbeiten. Unser aller Anspruch aber ist es, dass jede Petition und jeder Petent ernst genommen wird. Auch die Menge der Eingaben im Vergleich zu 2014 zurückgegangen ist, zeigt die dennoch hohe Zahl, dass die Menschen darauf vertrauen, dass sie gehört werden und dass ihnen geholfen wird. Wie jedes Jahr waren viele meiner Kollegen und Kolleginnen aller Fraktionen, auch ich, wieder unterwegs, um unsere Arbeit vorzustellen. Das ist ganz wichtig. So auf öffentlichen Messen wie der Frankfurter Buchmesse, dem Mannheimer Maimarkt oder beim Tag der Ein- und Ausblicke des Bundestages. Was eine Petition eigentlich ist und wie das Petitionsrecht funktioniert, ist leider immer noch vielen zu wenig bekannt. Selbst in vielen Medien wird der Eindruck vermittelt, es müsse eine gewisse Anzahl an Mitzeichnern gewonnen werden, damit eine Petition überhaupt behandelt wird. Daher kann ich es nicht deutlich genug sagen. Nicht die Zahl der Unterstützer oder die Person des Petenten ist entscheidend, sondern das jeweilige Sachanliegen. Erschwert wird die Bekanntheit des echten Petitionswesens noch durch die vielen Online-Plattformen, wie bereits mehrfach hier erwähnt. Diese suggerieren teilweise, es handle sich um eine offizielle Petition oder gar um Abstimmungen mit gesetzesändernden Charakter. Bei den Petitionsplattformen ist vieles fragwürdig. Der Umgang zum Beispiel mit den Daten der Unterstützer, fehlende Rückmeldungen auf die Petitionen und zweifelhafte Erfolgsaussichten. Nur hier beim Bundestag gibt es die Garantie, dass jedes Anliegen bearbeitet, beantwortet und schließlich, und das ist das Wesentliche, auch beschieden wird. Es lohnt sich, sich jede Petition sehr genau anzuschauen, wie ein Beispiel aus dem Jahresbericht zeigt. Ein Ehepaar hatte sich an den Deutschen Bundestag gewandt, weil ihnen die Förderung für ihre Solaranlage vom zuständigen Bundesamt versagt wurde. Die Behörde beharrte darauf, dass der Antrag auf Förderzuschuss nicht fristgerecht innerhalb der ersten 6 Monate gestellt wurde. Auch der Widerspruch gegen den Bescheid war nicht fristgerecht eingegangen. Das klingt zunächst wie ein ganz klarer Fall, denn schließlich sind ja Fristen einzuhalten. Doch meine Meinung änderte sich, als ich die Unterlagen, die die Petenten eingereicht hatten, mir wiederholt genauer ansah. Tatsächlich hatte der Petent seinen Antrag nicht nur fristgerecht eingereicht, sondern konnte dies auch mit einem Einsendebescheid der Post belegen. Dies war tatsächlich niemandem in der Behörde aufgefallen. Nach dem entsprechenden Hinweis durch den Petitionsausschuss konnte sich das Petentenehepaar schließlich doch noch über 2.470 Euro Zuschuss freuen. Solche Erfolge motivieren und sollten auch Motivation für Bürgerinnen und Bürger sein, sich an den Petitionsausschuss zu wenden. Sehr wichtig finde ich auch eine Petition des Dachverbandes Clowns in Medizin und Pflege, der sogenannten Klinik-Clowns. Kerngedanke ist, Lachen macht gesund. Genau das haben sich 200 Clowns, die in 240 Einrichtungen in ganz Deutschland tätig sind, auf die Fahnen geschrieben. Sie besuchen kranke Kinder und Senioren, gehen in Krankenhäuser und Hospize und verbreiten Freude. Und das bei professioneller Ausbildung an einem sehr hohen Standard, weitgehend ehrenamtlich und unentgeltlich. In der Petition wurde gefordert, diese wertvolle Arbeit zu unterstützen. Ich freue mich, dass der Ausschuss die Petition einstimmig an das Bundesgesundheitsministerium und an die Fraktion des Deutschen Bundestags überwiesen hat.
Damit hat das Anliegen eine breite Unterstützung gefunden. Das ist eine wirklich gute Sache, wie ich finde. Ich selbst habe die Petition zum Anlass genommen, einen Praxistag bei den Klinik-Clowns zu machen und habe den Clown Dr. Schienbein bei einer Kinderstation begleitet. Für die tapferen Kinder mache ich mich gern zum Clown. Es freut mich immer besonders, wenn gute Vorschläge aus meinem Wahlkreis kommen. Eine Petition, die vom Stadtverband sowie vom Gemeindeverband der CDU Birkenfeld aus meinem Wahlkreis eingebracht wurde, betrifft uns alle hier, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Sie fordert, dass der Bundestag zukünftig auf 5 Jahre gewählt wird. Nicht nur der Petitionsausschuss hat diese einstimmig unterstützt, auch andere prominente Fürsprecher haben diese Idee immer wieder aufgegriffen, so wie unser Bundestagspräsident Norbert Lammert. Daher will ich hier im Plenum noch einmal dafür werben, diesen Vorschlag zu bedenken. Fast alle deutschen Landtage und unser Europaparlament haben eine Wahlperiode von 5 Jahren. Eine längere Legislatur mehr Zeit verschafft nach Koalitionsbildung und vor allem vor dem Wahlkampf, sich den immer komplexer werdenden politischen Themen noch intensiver zu widmen. Auch uns vom Petitionsausschuss würde es mehr Luft verschaffen, noch mehr für die Anliegen der Petenten einzutreten. Ich freue mich darauf, genau dies in der verbleibenden Zeit dieser Wahlperiode gemeinsam mit meinen Ausschusskollegen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tun. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat